Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Ron. Hier ist wieder Ihre Thementüte, kann ich mal sagen. Heute geht es, Silke, um Altern, um Therapie mit Tieren beispielsweise, aber eben auch um Political Correctness. Ne? Stimmt, also wir haben auf jeden Fall viel vor und Political Correctness ist das Stichwort, wenn es um den Sarotti-Mohr geht. Den haben Sie bestimmt auch schon gesehen, gerade wenn Sie ins Kapitol in Mannheim reinlaufen. Wurde viel drüber diskutiert, jetzt haben sich die Verantwortlichen etwas einfallen lassen, nämlich plötzlich sieht das Schild ganz anders aus. Wie es aussieht, das erfahren Sie bei uns. Und sportlich werden wir auch mit den Eulen Ludwigshafen, die ja gerade im Abstiegskampf jeden Neuzugang, jeden Mann gebrauchen können. Ein neuer ist da, kommt aus dem hohen Norden. Auch den stellen wir Ihnen vor. Das und mehr jetzt bei Ron. Pflege und Unterstützung von Angehörigen, das ist für viele leider alles andere als leicht. Das Geriatrische Zentrum der Universitätsmedizin Mannheim will das nun erleichtern, und zwar mittels App. Wie genau das aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wie hat Johann Wolfgang von Goethe einst gesagt, das Menschenleben ist seltsam eingerichtet. Nach den Jahren der Last hat man die Last der Jahre. Doch dieser Last will bald SyncQ entgegenwirken. Um im Alter selbstbestimmter leben zu können, hat die Uniklinik Mannheim das Projekt zur Verbesserung sozialen Zusammenlebens älterer Patienten vorgestellt. Pflegebedürftigen Menschen in höherem Alter soll so mit modernen Technologien zu mehr Selbstständigkeit verholfen werden. Eine App dient dabei dazu, die Lücke zwischen Dienstleistern und Menschen, die Leistungen in Anspruch nehmen, zu schließen. Das Prinzip ganz einfach. Die App ist so aufgebaut, man bekommt jeden Tag so ein paar Fragen gestellt. Also wir haben uns auf Bereiche fokussiert, die besonders wichtig sind für das Leben im Alter, dass man eben selbstständig bleiben kann im Alter. Das ist Ernährung, das ist Mobilität, das ist auch so soziale Aktivitäten im Alltag. Also zum Beispiel wird man dann gefragt, wie viel haben Sie bei der letzten Hauptmahlzeit gegessen? Und dann schaut man, bleibt es gleich, essen die Leute weniger oder mehr? Und dann würde die App feststellen, okay, vielleicht stimmt was nicht, die Person hat die letzten 2 Wochen weniger gegessen, und dann kommt eine Empfehlung, dann steht, ja, erscheint in der App, suchen Sie doch mal Ihren Hausarzt auf und besprechen Sie mal mit dem das Thema Ernährung. Der Nutzer soll über die App außerdem Pflegedienste nutzen können, die sich um den Einkauf und ähnliche Angelegenheiten kümmern. So wird er selbst entlastet und ist nicht von anderen Menschen abhängig, zum Beispiel von Familienmitgliedern. Ich finde, man kann da schon etliches tun, was halt Lieferservice oder beim Arzt im Umfeld schauen, wo man vielleicht hin kann, dass es nicht so weit ist und so weiter. Also ich finde es schon eine Bereicherung fürs Leben, für mein Alter. Aktuell leben ca. 3,7 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Bis 2050 soll die Zahl auf 5 Millionen aufsteigen, darunter viele ältere Menschen. Zwar ist SyncQ noch in der Entwicklung, sobald die App aber auf den Markt kommt, soll sie ihren Beitrag leisten, sodass die besagte Last der späten Jahre dann doch nicht so groß wird, wie Goethe einst verkündete. Ja, spannendes Thema. Darüber wollen wir uns noch ein bisschen unterhalten, weil älter wollen wir hoffentlich alle irgendwie werden. Dr. Uwe Sperling ist bei uns. Sie beschäftigen sich von Berufswegen mit dem Älterwerden, sind Gerontologe an der Universitätsklinik in Mannheim. Aber warum fällt uns oder vielen von uns das Altern so schwer? Ich weiß es manchmal auch nicht. Andererseits erlebt man es ja selbst, dass man Jahr für Jahr älter wird. Und als Kind hat man ja noch gedacht, oh, endlich wieder ein Jahr mehr. Mhm. Mit der Zeit wird man da etwas nüchterner und irgendwann kommt auch so dieses Ende ein bisschen in den Blick. Irgendwann wird es halt zu Ende sein, und ich glaube, das gefällt uns Menschen nicht ganz so gut, vor allem wenn wir dann dran denken, dass vorher auch eine Zeit kommen kann, in der Einschränkungen dazukommen unserer bisherigen Lebensweise, unserer Kräfte und Fähigkeiten, und das beleidigt uns etwas in dem, was wir uns erarbeitet haben. Und es gibt natürlich auch Situationen, die wir beobachten, die wir niemandem wünschen und die wir trotzdem als Menschen durchstehen müssen. Ja, natürlich wollen wir irgendwie auch die Wehwehchen, die manchmal das Alter so mit sich bringt, auch möglichst weit hinauszögern. Die App soll dabei ja auch helfen. Das sind verschiedene Bausteine, die da auch im Fokus liegen. Ernährung beispielsweise, auch soziales Umfeld. Was spielt denn das auch für eine Rolle? Ja, das soziale Umfeld ist insofern wichtig, als wir ja nicht als Einzelpersonen durch die Welt gehen, sondern dass wir immer bezogen auf andere Menschen unterwegs sind. Gut, es gibt mehr oder weniger Einzelgänger, aber im Grunde ist das schon so unsere Natur. Und
wenn wir dann uns um uns selber kümmern sollen, Leistungen bringen sollen, um beispielsweise unsere Kraft zu trainieren, dann brauchen wir entweder eine Olympiade, die uns antreibt, da will ich eine Medaille gewinnen, oder ich brauche andere Motivation und die finde ich im sozialen Kontakt mit den anderen am leichtesten. Dann nämlich, wenn wir gemeinsam etwas machen, was uns Spaß macht, was uns Freude macht, was uns erfüllt. Was sind denn so auch Ihre Tipps? Wie gesagt, Sie beschäftigen sich ja vom Beruf her auch mit dem, Alter werden. Was können Sie auch vielleicht so ganz knackig an die Hand geben, dass einem das deutlich leichter fällt oder sogar auch Spaß macht? Als erstes würde ich sagen, bitte nicht zu spät damit anfangen, für sein gutes Alter zu sorgen. Denn dann sind manche Schwierigkeiten gesundheitlicher Art schon so weit fortgeschritten, dass sie zu Funktionseinschränkungen führen, die kaum noch gut zu reparieren sind. Also besser früher anfangen, ruhig schon mit 40 Jahren anfangen, seine Körperkraft zu trainieren, die geistige Kraft einzusetzen, die sozialen Kontakte zu pflegen, um auf diese Weise gute Voraussetzungen für den Start ins Alter zu schaffen. Und dann mit dem beginnenden Alter, wir müssen ja aufpassen, Alter ist eine lange Zeitspanne mit vielen Abschnitten, aber dann auch rechtzeitig zu bemerken, wenn irgendwelche Veränderungen eintreten und sich rechtzeitig darauf einzustellen, rechtzeitig Hilfe zu suchen, wo sie notwendig ist und nicht abzuwarten, bis alles so weit ist, dass man nur schwer noch drankommt. Ja, haben Sie ja eben auch schon gesagt, also mit ungefähr 40, da treffen Sie bei mir dann auch genau ins Alter. Danke für Sperling. Danke, dass Sie uns bei diesem Thema auch noch ein bisschen Unterstützung geleistet haben. Auch Ihnen vielen Dank. Wir wollen mal ein wenig zurückschauen. 1918, seit diesem Datum ist der Sarotti Mohr das Logo eben dieser Schokoladenfirma. Und genau 100 Jahre später, im Jahr 2018, hat er für einen ordentlichen Shitstorm gesorgt, nämlich im Kapitoltheater in Mannheim, weil eben dort damit auch Werbung gemacht wurde. Also war dann irgendwie klar, da muss eine Veränderung her. Und wie die aussieht, heute wurde sie präsentiert, das zeigt Ihnen Hauke Kutz. Wer bislang das Mannheimer Kapitoltheater besucht hat, wurde früher oder später auf die alte Sarotti-Reklame aufmerksam. Was die einen mit einer süßen Kindheitserinnerung an Omas Schokolade verbinden, war für die anderen das perfekte Beispiel für Alltagsrassismus. Das Kapitol sah sich zum Handeln gezwungen und entwickelte zusammen mit verschiedenen Interessensvertretern ein Konzept. Heute wurde feierlich das Ergebnis enthüllt. Oder besser gesagt, verhüllt. So sieht nämlich die Interpretation des Erschaffers Georg Veit aus. Die Verhüllung bedeutet eine Verfremdung von dem Ganzen und eine Irritation. Das bedeutet, der Betrachter, der reinkommt, ist erstmal provoziert, irritiert, was soll denn das? Ja? Und selbst wenn er weiß, was darunter ist, was wahrscheinlich die meisten wissen, muss er es neu beschreiben. Weitere Künstler sollen nun folgen, so zumindest der Plan des Kapitols. Jeder soll dann für sich auf seine eigene Art die Reklame bewerten und umwandeln können. Ich bin etwas überrascht davon, dass es am Ende der Antirassismustage wieder enthüllt wird, dass Christo wieder sozusagen die Hüllen fallen lässt. Das hat mich doch überrascht, denn ich denke, nur über die Antirassismustage hinweg ist es irgendwie ein bisschen wie ein Feigenblatt. Ob den Gästen die Umwandlung gefällt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Klar schon jetzt, auch weiterhin will das Kapitol mit den Aktionstagen kein Platz für Rassismus seine Stellung klar machen. Und das haben wir noch ein bisschen vertieft im Gespräch mit Thorsten Rehle, dem Geschäftsführer des Kapitols. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mit dem Geschäftsführer des Kapitols hier in Mannheim zu sprechen, Herr Thorsten Rehle. Welche Bedeutung hat denn das Sarotti-Mohr-Symbol für Sie persönlich? Wie für viele andere auch, eine reine nostalgische Bedeutung. Früher bei der Oma gab es Sarotti-Schokolade und von daher kennen viele natürlich diese Werbefigur. War denn jetzt die Umgestaltung zwingend notwendig, auch aus Geschäftsführungssicht? Naja, zwingend notwendig ist zunächst mal nichts, aber sie war opportun, weil wir über die Aktionstage im letzten Jahr, die wir gemacht haben, einfach gemerkt haben, dass die Themen Rassismus und Alltagsdiskriminierung in unserer Gesellschaft nach wie vor zwingend zu diskutieren sind. Und wir wollen diese Diskussion anstoßen, indem wir irritieren, indem wir die Menschen darauf hinweisen, dass es eben auch Menschen gibt, die hier bei uns leben, die die Sarotti-Werbefigur durchaus als diskriminierend ansehen. Und um diese Diskussion
Diskussion anzustoßen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Das ganze Thema wurde ja groß diskutiert, auch in den sozialen Medien. Wie will man denn jetzt als Kapitol mit dem Diskurs weitermachen? Also wie will man exakt mit den Gästen auch in einen Dialog gehen? Also zum einen, indem die Gäste, die sowieso zu uns ins Haus kommen, diesen Entwurf, diese veränderte Werbeanlage sehen. Indem sie sich Gedanken dazu machen, warum das so ist. Wir geben dazu Hilfestellungen. Es gibt einen Flyer, in dem die Informationen aufgelegt sind, warum wir zu diesem Entschluss gekommen sind. Es gibt auf der Homepage einen großen Bereich, in dem die gesamte Dokumentation seit dem Oktober 2018 aufgelegt ist, in dem man nachlesen kann, wie es eben dazu kam. Und das Zweite ist, die Aktionstage, kein Platz für Rassismus, die wir ab der nächsten Woche starten, geben die Möglichkeit, nicht nur miteinander, sondern auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die durch Alltagsrassismus diskriminiert werden. Der ganze Prozess hat ja jetzt über ein Jahr gedauert. Warum war das so? Also zunächst einmal haben wir für uns entschieden, dass es der richtige Zeitpunkt ist, einen ersten Entwurf direkt vor den Aktionstagen zu zeigen. Das macht durchaus Sinn. Insofern haben wir uns da Zeit gelassen. Das tat uns auch sehr gut, weil wir einfach intensiv darüber diskutieren konnten. Wir haben insgesamt 3 Entwürfe von 3 verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, die wir jedes Jahr wird ein neuer Entwurf gezeigt. Er wird auch immer wieder gezeigt. Wir werden die Anlage immer mal wieder im Ursprungszustand zeigen, aber auch immer wieder auch im veränderten Zustand. Und nicht zuletzt sind weitere Künstlerinnen und Künstler dazu aufgerufen, uns ihren Entwurf, ihre Ideen zur Umgestaltung einfach auch mitzuteilen. Wir wollen da im Austausch bleiben, weil wir glauben, dass das ein adäquater und guter Umgang damit ist. Vielen lieben Dank. Ja, und wir blicken mal kurz nach Germersheim. Wichtiger Schritt in Richtung Aufhebung der Quarantäne ist dort geschafft, denn alle am Montag genommenen Proben, die sind negativ. Also 122 China-Rückkehrer und eben die 22 Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes müssen sich aber immer noch ein bisschen gedulden, denn bis die Quarantäne aufgehoben werden kann, da dauert es noch bis mindestens Ende dieser Woche. Im Sport blicken wir gleich auf den Eulen-Neuzugang Malte Vogt. Vorher gibt es aber noch weitere Nachrichten aus der Metropolregion. Alicia Beisel und Vivian Ballmann haben die für Sie zusammengefasst. 100 Jahre Staatsphilharmonie. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz feiert aktuell ihre Jubiläumssaison. Auf den Tag genau 100 Jahre nach der Gründung findet am Samstag, den 15. Februar, eines der Jubiläumskonzerte in Landau statt. Chefdirigent Michael Francis und Staatsminister Professor Konrad Wolf gaben heute Einblicke in die Geschichte und Zukunft des Orchesters. Unsere Gesellschaft verändert sich, weil sie sehr viel vielfältiger wird. Und trotzdem bleibt die Aussagekraft der Musik bestehen. Für den Einzelnen, aber auch für uns als Gesellschaft, also gemeinsam. Ein weiteres Jubiläumskonzert findet am 16. Februar im Ludwigshafener Pfalzbau statt. Kurden-Demo störungsfrei verlaufen. Der diesjährige Kurdenmarsch ist mit Unterstützung der Polizei sicher von Ludwigshafen nach Bad Dürkheim marschiert. Mit dem Demonstrationszug fordern rund 70 Kurden die Freiheit für ihren inhaftierten PKK-Anführer Abdullah Öcalan. Die Strecke ist die 5. Etappe des Kurdenmarsches von Frankfurt nach Straßburg. Hohe Haftstrafe für Angeklagten. Ein 50-Jähriger aus Wachenheim wurde heute vor dem Landgericht Mannheim wegen schwerer Zwangsprostitution, Vergewaltigung sowie Beschaffung und Besitz von Kinderpornografie zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft forderte 10 Jahre und 6 Monate. Wobei es natürlich auch darum geht, dass hier ihm die Möglichkeit geboten wird, dieses Fehlverhalten über die Therapie wieder in die Reihe zu bringen. Das ist viel wichtiger als die Anzahl der Jahre. Der Angeklagte hatte unter anderem minderjährige Mädchen aus Rumänien nach Mannheim bringen lassen, um sie dort zu vergewaltigen. Die rumänischen Mitangeklagten bekamen Freiheitsstrafen zwischen 2 und 3 Jahren und 3 Monaten. Dann kommen wir zum Sport und er gibt im Grunde genommen ab sofort eine Art Abschiedstournee. Marcel Gottsch, der Kapitän der Adler Mannheim, hat nämlich bekannt gegeben, dass er nach der Saison seine echt beeindruckende Karriere beenden wird. Der 36-Jährige hat ja 2018 mit der deutschen Nationalmannschaft Silber bei den Olympischen Spielen geholt und war auch in der NHL, also in der besten Eishockey-Liga der Welt, massig vertreten. Fast 700 Spiele waren es für San Jose, für Nashville, Florida, Pittsburgh und St. Louis. Mitten in der Karriere ist noch ein anderer, und zwar sind wir da jetzt beim Handball, Malte Vogt. Auf den wollen wir schauen. Neuzugang bei den Eulen, vergangene Woche hatten wir ja schon darüber berichtet. Und jetzt wollen wir ihn mal vorstellen. Larissa Hofmann macht das und es hat ihn teilweise auch etwas Überwindung gekostet.
Malte Vogt, links außen der Mann für die außergewöhnlichen Tore. Und das ist ein wunderschönes Tor. Große Sprünge kennt er also schon. Einen großen Karrieresprung macht er jetzt auch von der dritten in die erste Liga. Wir treffen den 27-Jährigen in einem Restaurant seiner neuen Heimat Ludwigshafen. Statt Fischbrötchen heißt es jetzt Pfälzer Saumarken. Aber nicht nur kulinarisch ist der Umzug in die Pfalz eine Umstellung für das Nordkind. Der erste Eindruck auch von meinen Mannschaftskollegen war sehr, ja, sehr extrovertiert, sehr, ja, nicht sagen, ich will nicht laut sagen, grundsätzlich sehr, sehr offen, sehr offene Mentalität. Da sind wir Norddeutschen vielleicht zuerst eher ein bisschen stiller und ein bisschen mehr bei uns. Seit etwa einer Woche ist Vogt Teil der Eulen Ludwigshafen. Seine handballerische Jugend verbrachte er beim aktuellen Meister SG Flensburg-Handewitt. Der Profikader war damals aber noch eine Nummer zu groß für ihn. Vogt wechselte in die dritte Liga nach Altenholz. Für mich war es dann letztendlich egal, weil ich einfach spielen wollte, mich weiterentwickeln wollte. Nach dem Jahr in Flensburg, wo ich nicht so viele Spielzeiten hatte, auch mein Selbstbewusstsein wiederfinden. Aktuell ist Vogt Torschützenkönig in der dritten Liga Nordost. In der laufenden Saison hat er schon 165 Tore geworfen. Damit hat er sich für die Bundesliga und die Eulen Ludwigshafen empfohlen. Ich war mir schon bewusst, dass ich gerade die letzten zwei Saisons mit meinen Leistungen schon ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht habe. Ich habe mit ein, zwei Vereinen auch gesprochen im Vorwege. So. Also ich glaube, der Name Malte Vogt war schon in einigen Vereinen so geläufig vielleicht als Option. Ja, aber dass es dann tatsächlich so kommt, war schon überraschend. Bis zum Saisonende sind die Eulen Ludwigshafen der neue Verein von Malte Vogt. Der abstiegsbedrohte Bundesligist reagierte mit dem Wechsel auf die Verletzung von Linksaußen Yannick Hofmann. Eine Übergangslösung also, jedoch mit einem klaren Profil. Wir hatten, glaube ich, 20 Linksaußen aus ganz Europa holen können und haben uns für Malte entschieden. Wir wollten einen erfahrenen Spieler, der mit hohem Selbstvertrauen zu uns kommt, der sich mit dieser Mentalität, mit dieser Art Handball zu spielen, mit dieser Mannschaft identifiziert, der seinen Beitrag leisten will. Und das will er. Aktuell liegt der Fokus voll und ganz auf dem Handball und der großen Chance, vielleicht auch in Zukunft in der Bundesliga mitzumischen. Als nächstes spielen die Eulen daheim gegen die MT Melsung. Eine schwere Aufgabe im Kampf um den Klassenerhalt, den Malte Vogt und seine neuen Teamkollegen nur gemeinsam stemmen können. Na dann, toi 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 dabei. Wir bleiben auch gleich nach der Werbung tierisch. Also von den Eulen geht es jetzt dann zu anderen lustigen Zeitgenossen, wichtigen Zeitgenossen, die uns tatsächlich bei der Gesundung helfen. Also bis gleich. Willkommen zurück bei Ron. Ja, das Verhältnis mit dem Glück der Erde und dem Pferderücken, den Spruch, den kennen Sie ja möglicherweise. Und irgendwie ist da auch eine Menge Wahrheit drin, denn Pferde können tatsächlich sehr helfen bei der Gesundung, in Reha-Prozessen, aber auch bei der körperlichen Entwicklung. In Mannheim-Neckar bei der Reitergemeinschaft, da kann man eben diesen sogenannten Therapieritt machen. Und was es damit auf sich hat, das zeigt Ihnen Pascal Bucksteg. Es ist Freitag und für Betty wieder Reittherapietag. Sie hat eine körperliche und geistige Einschränkung. Neben der Arbeit in einer Werkstatt ist das Bogenschießen und das Reiten ihr Highlight der Woche. Ich liebe Tiere über alles. Die Gesundheit der Tiere liegt mir am Herzen. Seit Sommer 2019 können hier auf dem Reiterhof in Neckarau klein und groß eine Reittherapie durchlaufen. Auch Christina ist als chronische Schmerzpatientin seit Oktober dabei. Der Alltag ist mit ihrer versteiften Wirbelsäule und Hüfte nur schwer zu bewältigen. Arbeiten kann sie seit 6 Jahren nicht mehr. Die Übungen und der Kontakt mit den Pferden helfen ihr nicht nur körperlich. Auch psychisch, das ist einfach eine tolle Sache, mit Tieren zu arbeiten. Es macht lockerer, es macht ruhiger. 2 bis 3 Mal die Woche sitzt sie auf dem Pferd. Ohne den starken Einsatz von den Reittherapeuten Christine Schmidt und Barbara Grimmer gäbe es das Angebot auf dem Reiterhof nicht. Trotzdem kann das Projekt sich nicht selbst refinanzieren und braucht finanzielle Unterstützung. Das ist ein großes Problem, das Finanzieren. Das können unmöglich die Klientel selbst bezahlen, weil die Kosten für die Ausbilder, das Pferd, die Unterhaltung, die Anlage und so weiter kostet Geld. Und dafür suchen wir natürlich auch Sponsoren. Unterstützung, damit die Therapiestunden in Einzel- und Gruppenstunden weiter bestehen können. Für Betty und Christina sehr wichtig. Die Therapie ist gut geeignet für Menschen, die einen sehr schwachen Muskeltonus haben, wie jetzt auch die Betty. Die Betty
läuft ja auch zum Beispiel ein bisschen schwerer. Und für sie ist es gut, es stärkt den Muskeltonus wieder. Und bei der Christina ist es so, dass sie einfach durch die Haltung, durch die Beeinträchtigung ihrer Hüfte und ihres Beckens einfach wieder in die Bewegung kommt und es mobilisiert wird durch die Bewegung des Pferdes. Mobilisiert werden auch die Kinder auf den Ponys. Hier geht es vor allem um das Sozialverhalten und die Persönlichkeitsentwicklung. Mutter Saida bemerkt bei ihrem Sohn, der eine Impulskontrollstörung hat, viel Positives. Also man merkt schon deutlich, dass er entspannter ist, wenn er hier ist. Er kann sich an die Regeln besser einfach halten. Die Therapeutin ist halt einfach toll und mit den Tieren, das ist schon was ganz anderes wie eine andere Therapie, wo er eben mit Menschen nur zusammensitzt und sich was erzählen lassen muss. Durch die Tiere lernen sie so ein bisschen besser, habe ich das Gefühl, und lockerer. Reiten also für Körper und Seele. Tiere können wahnsinnig wichtig sein für die seelische Gesundung. Ich glaube, da können Sie auch ein Lied von singen, Professor Jochen Germann. Sie waren ja schon mal bei uns gewesen mit Bagheera. Ja. Der hatte mich tatsächlich auch sehr gern gehabt. Therapie mit Hunden. Sie arbeiten auch viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Wo können Tiere tatsächlich ja so gut helfen? Also wir machen auch Reittherapie. Ich kann das alles unterstreichen, was gesagt wurde in dem Beitrag. Und ich glaube, Tiere geben Sicherheit. Tiere machen Spaß, Tiere machen Mut und man kann tatsächlich, Kinder können besser lernen und sich entspannter neu entwickeln in der Anwesenheit von Tieren. Was können denn Tiere anderes leisten, als wir Menschen könnten? Weil wir meinen es ja möglicherweise mit den Kindern, mit den Jugendlichen ja auch nur gut. Also Tiere und gerade jetzt diese therapeutisch geschulten Tiere, das sind ja auch besondere Tiere, das hat der Beitrag ja auch noch mal gezeigt, besondere Pferde, die nehmen natürlich die Kinder und Jugendlichen einfach emotional so an, wie sie sind. Ja? Die freuen sich, die gehen auf die Kinder zu. Also egal, wie die Kinder auch selbst auf die Tiere zugehen. Ja, das merkt man auch, die Kinder und Jugendliche und auch hier Erwachsene, man ist dann auch motivierter. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir hatten jetzt vor kurzem einen Jungen, sehr ängstlich, der konnte sich überhaupt nicht vorstellen, auf ein Pferd zu steigen. Dabei muss man sich das so vorstellen, bei uns sind das eher größere so Shetland-Ponys, also keine richtigen ausgewachsenen Pferde. Und ich habe das nachher bei einer Stunde selber gesehen. Also der stand dann auf dem Pferd und segelte da sozusagen über dem Pferderücken. Und das können Tiere. Wir wissen das auch aus vielen Berichten über Therapien von autistischen Kindern mit Delfinen. Wir wissen das auch von Elefanten. Also das sind alle Tiere tatsächlich auch eigen? Nein, es müssen Tiere sein, die eine lange soziale Geschichte mit dem Menschen haben. Hund und Mensch verbindet über 10.000 Jahre gemeinsame Evolution. Delfine und Menschen auch viele Tausende von Jahren, wenn Sie an griechische Amphorenbilder denken. Elefanten in Indien beispielsweise werden auch für meditative Zwecke genutzt. Und bei den Hunden ist es so, dass die Hunde müssen gewisse Hütehunde-Eigenschaften haben. Also es eignen sich klassisch Labradore, Golden Retriever, aber auch der kleine Boston-Terrier. Ja. Also Hunde tatsächlich, und Sie haben es ja gesagt, die auch speziell dafür geschult sind, Tiere, die dafür geschult sind. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin gutes Gelingen natürlich. Dankeschön. Selbst bei dem Einsatz mit den Tieren. Professor Germann, danke, dass Sie nochmal zu diesem spannenden Thema bei uns waren. Und wir haben jetzt nur noch knackig das Wetter für Sie. Da waren wir unterwegs gewesen, und zwar im schönen Brunn im Odenwald. Trotz der grauen Farbe am Himmel und der eisigen Winde lädt der historische Ortsteil Haag der Gemeinde Schönbrunn nicht nur wie hier die Schafe auf der Wiese zum Verweilen ein, sondern auch zum Spaziergang. Vorbei am Rathaus aus dem 18. Jahrhundert, an den diversen Fachwerkhäusern oder der Friedhofskapelle auf dem Hügel. Zu sehen gibt es sehr viel. Selbst das Plätschern des Wassers aus dem Ortsbrunnen oder dem Lobbach fehlt in dem staatlich anerkannten Erholungsort nicht. Warme und wetterfeste Kleidung sind aber dennoch von Vorteil. Denn das Wetter wird morgen ungemütlich. Bereits im Laufe des Vormittags kommt von Westen wieder neuer, teils kräftiger Regen. Zumindest im Bergland kann anfangs auch Schnee dabei sein. Sonne bleibt dagegen Mangelware. Am ehesten zeigt sie sich später in Richtung Weinstraße. Dazu bekommen wir nasskalte 5 Grad in Odenwald und Pfälzerwald und 8 Grad an Rhein und Neckar. Nachts ist es örtlich noch frostig kalt und glatt.
Am Freitag beruhigt sich das Wetter und der Regen lässt nach. Am Samstag bekommen wir sogar einen Hauch von Frühling mit viel Sonne und Temperaturen bis 13 Grad. Am Sonntag sind sogar bis 18 Grad drin. Wirklich genießen können wir das allerdings kaum. Ein Tief bringt nämlich dazu viel Regen und stürmischen Wind. Ach, stürmischen Wind. Na sowas. Schon wieder? Ja. Hatten wir das nicht aus? Na, ja. Sabine ist durchgezogen und dann kommt irgendwie die nächste um die Ecke. So in etwa. Kommt immer wieder eine. Ja, uns gibt es morgen auch wieder. Wir kommen dann wieder um die Ecke. 18. Guten Abend. Ciao.